Maranatha, der Herr kommt. Eine Andacht von Ellen White, 16. Mai. Der Ruf nach Frieden. Kommt her, ich will Wein holen. Wir wollen uns vollsaufen und es soll morgen sein wie heute und noch viel herrlicher. Jesaja Kapitel 56, Vers 12. Der böse Knecht sagt in seinem Herzen: Mein Herr kommt noch lange nicht. Matthäus Kapitel 24, Vers 48. Er behauptet nicht, Christus werde überhaupt nicht kommen. Er spottet nicht über den Gedanken der Wiederkunft, aber im tiefsten Inneren und durch Wort und Tat erklärt er, der Herr habe sein Kommen hinausgezögert. Er vertreibt aus dem Denken der anderen die Überzeugung, dass der Herr bald kommt. Sein Einfluss führt andere zu anmaßenden, sorglosen Aufschub. Sie werden in ihrer Weltlichkeit und Apathie noch bestärkt. Irdische Leidenschaften und ein verdorbenes Denken nimmt sie innerlich gefangen. Der böse Knecht isst und trinkt mit den Trunkenen. Er vereint sich also mit der Welt auf der Suche nach Vergnügen. Er schlägt seine Mitknechte, verklagt und verdammt solche, die ihrem Meister treu sind. Das Kommen Christi wird die Irrlehrer überraschen. Sie sagen jetzt: Friede, es hat keine Gefahr. Wie die Priester und Schriftgelehrten vor der Zerstörung Jerusalems hoffen sie, die Gemeinde werde irdischen Wohlstand und Ehre genießen können. Die Zeichen der Zeit werden von ihnen so gedeutet, als würden sie genau dies vorschatten. Doch was sagt das inspirierte Wort? Dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Die Menschen schieben die Wiederkunft des Herrn weit hinaus. Sie spotten über Warnungen. Stolz wird geprahlt, es bleibe alles so, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 4. Es soll morgen sein wie heute und noch viel herrlicher. Jesaja Kapitel 56, Vers 12. Wir werden noch tiefer in die Vergnügungssucht eintauchen. Doch Christus sagt: Siehe, ich komme wie ein Dieb. Offenbarung Kapitel 16, Vers 15. Genau dann, wenn die Welt verächtlich fragt: Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? 2. Petrus Kapitel 3, Vers 4. Erfüllen sich die Zeichen. Während sie rufen: Friede, es hat keine Gefahr, kommt Verderben. Gerade dann, wenn der Spötter, der die Wahrheit verworfen hat, anmaßend geworden ist, dann, wenn sich die Arbeitsroutine in den verschiedenen gewinnbringenden Geschäften ohne Rücksicht auf Grundsätze abspielt, dann, wenn der Forschende und Studierende über alles andere Erkenntnis sucht als über die Bibel, dann kommt Jesus wie ein Dieb. Maranatha, der Herr kommt.